Jo, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yugi News und wir sprechen heute mal wieder über das Set Eternity Code. Ich bin wirklich schon sehr hyped auf das Set, leider müssen wir noch bis April warten, wenn ich mich nicht irre. Mir juckt's echt schon in den Finger, das Ganze zu unboxen. Leider, wie gesagt, dauert es noch ein bisschen, aber wir werden heute wieder über weitere vier Karten sprechen. Und beginnen tue ich jetzt hier einfach mal mit der ersten Karte und zwar katastrophalischer Crisp Chillbrain. Vom Kartentyp haben wir ein Effektmonster, Attributen Wasser. Typen Fee, Level 8, ATK 2600 und Dev 200. Und dieses Katastrophalisch hatten wir schon in Savage Strike und Rising Rampage mit diesen beiden Karten hier. Und diese hier finde ich im Übrigen vom Artwork echt gelungen. Ich würde es echt cool finden, wenn das Ganze hier einfach mal ein eigenes Thema wird. Weil mit drei Karten kann man da definitiv schon einiges mitmachen. Fehlen dann natürlich noch ein paar Zauber- und Fallenkarten. Aber der Grundstein ist hiermit auf jeden Fall schon mal gelegt. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch hier mit dem Effekt. Und zwar once per turn ist das Ganze, falls ein offenes Wassermonster, das du kontrollierst durch einen Kampf oder einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Dann kannst du eine zufällige Karte von der Hand deines Gegners auf den Friedhof legen. Und leider, also den ersten Teil des Effektes haben alle gleich. Das Ganze allerdings ist wirklich sehr langsam, weil sie müssen halt, wie gesagt, erst einmal durch einen Kampf oder einen Karteneffekt des Gegners halt zerstört werden. Und dann können sie halt erst ihre Effekte triggern. Leider ein bisschen langsam. Dennoch sind die Effekte, die dann, sag ich mal, ja, getriggert werden, ganz okay. Und wie gesagt, dieses Thema würde ich sehr, sehr cool finden, wenn es halt zu einem richtigen Thema wird. Unterscheiden tun sich die ganzen Monster eigentlich gar nicht, bis halt auf den Attributen und immer den letzten Effekt, den sie halt haben. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Karte sagt, aber auch zu der Meinung von mir, ob das Ganze vielleicht eventuell irgendwann mal ein eigenes Deck-Thema wird, weil ich finde, wie gesagt, die Artworks davon echt ziemlich gelungen, auch jetzt hier von dieser neuen Karte. Und soweit dazu. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die eventuell den einen oder anderen interessieren könnte, und zwar Noctvision oder Noctvision Dragon. Ich weiß nicht, wie man das Ganze hier ausspricht. Auf jeden Fall vom Kartentyp ein Effektmonster. Attributen hier Finsternis, Typen Drache und Level 7 mit ATK 0 zu 2800 Dev. Und wir haben hier ganze drei Effekte. Der erste und zweite Effekt ist hier erst einmal Once per Turn. Und beim ersten Effekt, falls ein finsternes Drachmonster als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Das Ganze natürlich hier schon mal ziemlich gut, weil man ihn einfach mit dazu smashen kann für eventuell weitere Linkplays oder Synchro-Beschwörungen oder zum Beispiel auch Exis für Rang 7 eventuell. Und dann kommen wir zum zweiten Effekt, wenn diese Karte als Linkmaterial auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Karte ziehen und hier haben wir auch schon direkt dieses Weiterverwerten, und zwar wenn sie als Linkmaterial verwendet wird, können wir eine Karte ziehen und Draw Power ist, denke ich mal, nie verkehrt, von daher definitiv okay. Dann kommen wir zum dritten und letzten Effekt. Wenn eine gegnerische Karte oder Effekt eines deiner verdeckten Karten als Ziel wählt, Schnelleffekt, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, annulliere die Karte oder den Effekt, und falls du dies tust, kann dein Gegner die gewählte Karte für den Rest dieses Spielzugs nicht als Ziel für Karteneffekte wählen, solange sie halt verdeckt bleibt. Das Ganze natürlich ist wahrscheinlich am interessantesten für, sag ich mal, Fallenkarten. Und daher kann man damit erst einmal seine Fallenkarten, sag ich mal, schützen vor zum Beispiel Karten wie Mystischer Raumtaifun. Ich glaube, die wählt auf jeden Fall, genauso wie Cosmic Cyclone. Von daher finde ich den dritten und letzten Effekt hier als, sag ich mal, kleinen Nebeneffekt. Ich denke mal, der Haupteffekt, den man hier nutzen wird, ist der erste und zweite. Aber dieser Nebeneffekt ist definitiv auch nicht verkehrt. Und wie gesagt, das Ganze könnte man definitiv in Rockets mit einbauen. Da haben wir auch den Rocket Synchron, der Stufe 1 ist und halt auch ein Empfänger. Und der hier Stufe 7, wo man sehr leicht auf Savage Dragon mitkommt. Des Weiteren kann halt dieser Raketensynchron Stufe 7 oder niedriger finsternes Drachmonster vom Friedhof wiederbeleben, wenn ich mich nicht irre. Und daher könnte man das Ganze hier definitiv kombinieren. Schreibt eure Meinung dazu einfach mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir noch zu weiteren Karten, die erst einmal eine Falle und eine Zauberkarte sind. Ich würde sagen, wir beginnen hier mit der Zauberkarte. Und zwar ist das Madolches Saloon. Vom Kartentyp, wie gesagt, eine permanente Zauberkarte. Und du kannst den zweiten Effekt dieser Karte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Beim ersten Effekt, solange sich diese Karte in deiner Zauber- oder Fallenkartezone befindet, du kannst während deiner Main Phase zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung einmal durch die Monster als Normalbeschwörung beschwören.
Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug halt aktivieren und ich glaube, das Ganze ist gar nicht hard once per turn. Wenn man eine weitere Kopie davon aktiviert, kann man das, glaube ich, nochmal tun. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und selbst wenn es nicht so ist, eine weitere Normal Summon für Mardolche ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich das ganze Thema hier, also halt diese Machi-Dolche, definitiv gerne mal ja, als Deck-Profile bringen möchte und auch selber einfach mal testen möchte als Deck. Und dann kommen wir jetzt hier zum zweiten Effekt. Wenn ein oder mehrere Mardolche Karten durch einen Karteneffekt von deiner Spielfeldseite oder dem Friedhof auf die Hand zurückgeschickt werden oder halt von deinem Main Deck, du kannst ein Machi-Dolche Zauber oder halt Falle direkt von deinem Deck mit Ausnahme von Machi-Dolche Saloon halt setzen. Und das Ganze ist natürlich auch sehr stark, weil ich selber hatte ja schon eine permanente, beziehungsweise ich glaube, das war eine permanente Fallenkarte vorgestellt, die ja auch nicht verkehrt war, ein bisschen langsam, aber dennoch könnte es dem Thema weiterhelfen. Und die hatte auch ein bisschen halt die Xyz-Monster davon supported. Schreibt mal, wenn ihr das Machi-Dolche Thema ein bisschen besser kennt, weil ich persönlich habe mich damit zwar auseinandergesetzt, aber kenne es halt nicht perfekt, da ich die ganzen Karten selber nicht besitze, möchte sie mir aber besorgen und ich denke, mit diesem Support hier mit Saloon könnte das Ganze definitiv spielbarer sein. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung zu dem Thema einfach mal in die Kommentare. Und dann kommen wir jetzt hier zur letzten Karte. Und dort haben wir Pinpoint Dash und vom Kartentyp eine normale Fallenkarte. Jeder Spieler wählt eine Karte aus seinem eigenen verdeckten Extra Deck und deckt diese auf. Wenn es sich um den gleichen Kartentypen handelt, hierbei Fusion, Synchro, Xyz oder halt Link, lege die Karte des Gegners auf den Friedhof und dann spezialbeschwören sie ihre. Zusätzlich, wenn die Karte denselben ursprünglichen Typen und Attributen hatte, ihr Gegner verliert Life Points in Höhe der ATK seiner Karte. Das finde ich hier auf jeden Fall echt schon sehr interessant. Auf jeden Fall geht das Ganze noch weiter. Wenn sie nicht den gleichen Kartentypen hatten, lege deine Karte auf den Friedhof und dein Gegner spezialbeschwört seine. Das Ganze, wie gesagt, hier wirklich sehr interessant. Dennoch ein zweischneidiges Schwert, weil, wie gesagt, ihr könnt zwar ein Monster aus dem Extra-Deck bekommen, ohne weitere Kosten, aber der Gegner halt auch. Und von daher, die Karte, wie gesagt, interessant. Aber ob das Ganze hier wirklich, sag ich mal, vorkommen wird, ist eine andere Frage. In einem Mirror-Match vielleicht, aber ansonsten, ob die Karte irgendwie brauchbar ist, ist eine andere Frage. Schreibt eure Meinung zu dieser Karte, aber auch zu allen Karten, die ich heute vorgestellt habe. Einfach mal in die Kommentare, vor allem zu der allerersten Karte, ob das Ganze vielleicht ein wirklich eigenständiges Thema wird, weil ich finde, wie gesagt, die Artworks und auch so die Ansätze von den Effekten her und auch wie das Ganze aufgebaut ist, dass halt wirklich nur die Attributen sich dort unterscheiden, sehr interessant. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr neu auf den Kanal gestoßen seid, ihr einfach ein kostenloses Abo dalässt, natürlich nur dann, wenn euch mein Content gefällt. Aber natürlich würde ich mich auch wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen aktiven Daumen nach oben dalässt. Aber wenn euch das Video nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch einen gediegenen Dislike dalassen. Bitte aber auch nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehauen!